Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Cedric Brunner, die Nummer 4. Joachim Nilsson, die Nummer 19. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und mit der Nummer 21. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Arne Meyer. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Player. Nico Elvedi. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Stindl. Florian Neuhaus. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Läuft der Ball sehr gut. Den Ball spielt er raus. Stindl. Kramer. Florian Neuhaus. Schönes Zuspiel. Gute Idee, dieser Ball. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Einwurf für Gladbach. Stindl. Player. Florian Neuhaus. Ja, da ist Platz jetzt. Florian Neuhaus. Florian Neuhaus. Und das war knapp, aber es war abseits. Und das war extrem knapp, aber die Entscheidung ist vertretbar.
Rizzo Doan und Ballverlust. Kramer. Super Trick, er kommt vorbei. Jetzt mal die Gladbacher. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Ja, könnte was werden. Claire. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Die Pässe jetzt, der Ball läuft gut, sie verfallen nicht in Hektik, warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Florian Neuhaus. Stindl. Ja, ganz energisch. Ball ist weg, Gefahr erstmal bereinigt. Sieht gefährlich aus. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Florian Neuhaus. Nico Elvedi. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Wieder so ein klasse Pass. Florian Neuhaus. Erneut so ein hervorragender Pass. Kramer. Florian Neuhaus. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Gladbach bislang gut drauf. Führung für die Borussia hier. Und jetzt geht es im zweiten Durchgang weiter. Den Ball holt er sich. Fabian Klos. Arne Meyer. Könnte der Ausgleich sein. Da haben sie gut aufgepasst. Jetzt ist Platz für den Konter. Viel mit Auge. Lars Stindl. Die Chance jetzt. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Florian Neuhaus. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Alassane Plea. Stindl. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 13, Lars Stindl. Arne Meyer. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei.
Wird das seine Torchance? Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Den spielt er wieder zurück. Arne Meyer. Arne Meyer. Ja, starker Pass. Ja, geht gut dazwischen. Rizzo Doan. Fabian Klos. Sieht gut aus, könnte was werden jetzt. Ja, das könnte was werden jetzt. Sie lassen sich im Moment fast schon ungehindert kommen. Stindl. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Jonas Hoffmann. Ja, sie versuchen es weiter. Köpft den Ball wieder zurück. Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber aus, aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen. Ballverlust. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Arne Meyer, Fabian Klos. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Chance zum Abschlusstreffer. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Arne Meyer. Jetzt kann da was entstehen. Ganz stark. Gute Chance. Das Spiel ist aus. Damit steht's fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Kurz deine Einschätzung zu Lars Stindl. Wie hast du ihn heute gesehen? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Schönes Zuspiel. Gute Idee, dieser Ball. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Alassane Plea. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen.